Hi und herzlich willkommen bei iPhoneTricks.de. Heute zeige ich euch, wie ihr eure alte Snapchat-Version wiederherstellen könnt. Viel Spaß! Erstmal müsst ihr eure Snapchat-Daten speichern, damit nichts verloren geht. Dafür geht ihr in die Snapchat-App und drückt oben links auf eure Figur. Jetzt geht ihr auf das Zahnrad oben rechts und scrollt bis zu Memories. Da tippt ihr drauf und müsst gegebenenfalls den Backup-Prozess noch abschließen. Hier ist er jetzt schon abgeschlossen. Anschließend deinstalliert ihr die Snapchat-App. Keine Angst, ihr könnt sie gleich wieder installieren. Jetzt geht ihr in die Einstellungen, scrollt runter bis zu iTunes und App Store und deaktiviert die automatischen Downloads für Updates. Jetzt geht ihr in den App Store und ladet euch Snapchat ganz normal herunter. Wenn Snapchat fertig geladen hat, öffnet ihr die Snapchat-App und jetzt müsst ihr euch wieder einloggen. Ihr gebt also euren Namen ein und tippt dann auf Passwort vergessen. Jetzt könnt ihr euer Passwort zurücksetzen. Ihr kriegt einen Bestätigungscode zugesendet und klickt dann auf Weiter. Jetzt könnt ihr euer neues Passwort setzen. Dann tippt ihr auf Weiter und euer Passwort wurde aktualisiert. Jetzt könnt ihr euch ganz normal einloggen. Und ihr seht, dass ihr das alte Snapchat-Format wieder habt. In der Mitte ist die Kamera, rechts sind die Stories, links die Nachrichten. Schließt ihr jetzt Snapchat allerdings im App-Switcher und öffnet die App dann anschließend wieder, dann seht ihr, dass das Update wieder drauf ist. Also jetzt sehen wir wieder die aktuelle Version. Dann müsst ihr die ganzen Schritte nochmal ausführen, um eure alte Version wiederzuerlangen. Ihr könnt das allerdings beliebig oft machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen. Ciao!